Grüß Gott! Wir sind wieder in Kasarnes und der Grund, weswegen ich am Anfang von so einem Video immer mit dem Bogenziel ist der, dass ich hier auf der Alt-Taste mit dem Bogenziel und ich muss die Alt-Taste unter anderem drücken, um die Aufnahme zu starten. Yay! Bei Let's Play Dragon's Dogma werden wir jetzt den Lohn unserer Mühen einstreichen. Hoffe ich, weil wir Streicher waren. Ich bin ein Wunderfreund. I think upon it, 'twas my hiding in the well what brought the danger to light. I take no credit, mind. Du hast es nicht nur, du bist ein Arsch. I feared I'd be blamed for releasing monsters upon the village for having opened up the well. Tis a relief in all you're doing, cuz. Genau. I owe you at least this much for all you've done. Gib das alles her. I shall strive to learn from your example. Commit myself to becoming a soldier fit to defend the land and its people. Honest. Haha! Weil ich stark bin und erfahrungsreich und Runenpunkte bekam. Yeah. Hallo, Red Eltermann. Wie geht's denn dir? Kina is safe. Thank the Maker. Glaube ich, hab sie weglaufen sehen, aber weiß nicht, wo sie hingelaufen Pray, ist. Forgive her. If she acts the fool, 'tis only 'cause concern overwhelms her sense. Ja, weil unsere Beziehung, die noch nie näher definiert wurde, ist eine Beziehung. She's like you in that, always setting off without so much as a thought. Ah. Most like the fault of ill parenting, which makes the blame mine then, eh? Das ist eine Frau, die haben alle so Probleme mit ihrer... Oh la la, Heidelbeeren, auch großartig aufgestiegen. Die Stufe 13 ist schon sicher gewesen. So, wir haben Aufträge erledigt. Ist die Frage, was machen wir denn jetzt? Also schauen wir uns mal an, was die Aufträge denn so sagen. Oh toll, ich soll 45 Hasen in ganz Gransis töten. 2 Ugor. Okay, Schwestern in Gefahr. Dann kann ich mal vielleicht gucken, wo denn die Ogres so rumogern. Wird auf der Karte die Ogre-Einheit, werden die Ogre-Einheiten hier vielleicht mal irgendwo aufgezeigt? Die Ogre? RB, stehen hier irgendwo die Ogre? Wird irgendwo angezeigt, wenn irgendwelche Ogre oder andere Entitäten, deren Bezwingung man umsetzen soll, irgendwo angezeigt auf der Karten oder muss man das irgendwie so nebenbei erledigen? Okay, der Knochen des Anstoßes, Skelette bezwingen, ja, oh Gott. Schneehabchen beschafft, Medaille der Schwüre 6. Riftsplitterbündel 1, ist auch okay. Kann ich das, oh, nee, doch, ha, hu, ha, hi, ha, hu, ha, hi, ha, ha. Ich kann das anzeigen lassen. Aber bevor wir weitergehen in die Richtung unseres Anstoßes, gehe ich pennen. Ich glaube, hier konnte ich pennen. Ich hatte überlegt, Ausrüstung zu kaufen. Oh, ein grünes Fragezeichen. Was sagen Sie das? Oh, ja, natürlich. Ich will Verbrechen beschützen. Ich meine, vermeiden. Na klar kannst du das. Oh, das Verbrechen kommt zu uns. Er strikes the same spot each time. Geraldo's Grocery and Estella's Apothecary have suffered, as I have. Oh-oh! Ob das wieder mal irgendwelche Diebe gewesen sind, die über die niederländische Grenze kommen? Threat steals in the night and pinches the food and vital stores we've gathered for times of need. Nein! Wie kann das wagen? Gedacht, der sprengt irgendwelche Geldautomaten. A skilled wretch too, and well crafty. There is a strict order to his thieving. Wir werden es aufdecken. I've spoken with the others, and we've agreed upon a plan to catch our rat. Okay, dann erzähl. They are none too pleased at this violation, and eager to be quit of it. Best you go and speak with them. Natürlich haben sie dir nicht vom Plan erzählt. I will explain the plan. Toll. Wie wär's, wenn du mir den Plan jetzt erklärst? Jetzt, auf der Stelle. Es ist dunkel, und da kommt er wieder. Speak with me. What can I do? You seem tired. Moment, bla bla. Pray, speak with me once you've finished preparing. Okay, Nein, wenn wir umsonst pennen können, dann pennen wir umsonst. Also von daher wissen wir wohl über... Hallo. Best we speak with the victims. Agreed? Ach so, das bist du. Na, wo sind die scheiß Opfer denn? Ich meine, hallo, bist du ein Opfer?
I'd not believe such villainy could be found in Cassidus, had I not been a victim myself. Er sieht auch aus wie ein Opfer. Guck dir die Haare an. The scoundrel even uncovered my hidden stores. I'd told no one of them. Oh, erzähl mehr. Erzähl mehr. It is clear the felon is no common cut purse, but a thief of considerable skill. We must put a stop to him. Bin dabei. I am on the move, I would say. So, das ist jetzt der erste Mensch gewesen, den wir unsere Aufwartung machen muss. Jetzt ist die Frage, ob das hier bei den Aufträgen auch irgendwo drin ist, ne? Ein unbegehrter Gast spricht mit Estella und Geraldo. Oh, was für ein Name, Geraldo. Oh, gut. Nee, Moment. Da ist der Ort. Da ist das Gebäude. Da wollen wir rein. Genau mit meinem riesigen Intelligenzquotienten des Aufstöberns werde ich das hinkriegen. Hallo. Hi, there's a thief about, and I've the missing wares to prove it. Moment. Hier bin ich reingelaufen, hab Sachen unter den Schränken weggenommen. Ich hoffe, ich bin ich das nicht. I even chanced to see the rat scurrying off after he'd lightened my stores. Ich hab das während des öffentlichen Tages gemacht. Was könnte ich sein? Quick as a flash he was. I'd have been impressed. Had I not been so angry. Das ist ein Superheld. Ich spreche nur mit Pablos. Pablos, es muss ein Einwanderer sein. Nein, doch, vielleicht. Aber Pablos ist hier. Obwohl, mit dem muss ich jetzt sprechen. Komm, mach die Tür mal auf. So, Pablos, jetzt krempel ich die Ärmel hoch, weil ich mittlerweile welche habe. Und dann geht's rund. Then I'll explain. Ja, explain it. Some fleet of foot, dashing about the village as he goes about his business. When the thief arrives, you'll give chase, good fisher. Ah! And we'll have those pawns of yours keep watch outside the village. Ja, das machen die. Die hören auf das, was ich sag. Lock, you'll catch him with ease, and before he can pinch any more of our wares. Ja, das machen wir so. Well, questions, cousin? Gibt es Überredungswerkzeuge mit scharfen Klingen vielleicht für umsonst dafür? Offensichtlich nicht. Done with your preparations, good fisher? It's time yet. Or are you ready to rest until night? It's alles ready. Then we wait. Our plan begins with night's fall. I shall go stand watch elsewhere. You head that way, good fisher. Ha, ha, ha. It is time. I've faith in you, cousin. Es ist aber schnell dunkel geworden. Why not? As arisen, petty thieves are a simple quarry, aye? Das kommt drauf an. Für den Erweckten waren noch irgendwelche Goblins mal ein Problem. Oder Standarddiebe, die Felsen rollen. Mit Schilden bewaffnet sind. Achso, stimmt. Ich soll hier auf der Wache mit dem Jungen gehen, ne? Ja, gucken wir mal. Na, hast du schon was gesehen? Ich glaube, zum Sehen müsstest du ein bisschen näher ans Fenster gehen. Ich bin so klein, ich kann gar nichts sehen. Du siehst auch nicht viel größer aus. Forget this place, cuz. Go and catch the blagged. Achso. Ja, klar. Gedacht, ich soll irgendwie bei dir, mit dir sein, in dir und von dir. So, dann gehen wir mal gucken, ne? So, links, rechts, bevor ein Auto kommt. Aber noch ist hier nicht zu sehen. Lalala. Es ist nur ein Abendspaziergang. Donkey Bastard! Oh, da ist der Leichtfüßige. Ich bin nur auf dem Abendspaziergang, nur zufällig hier unterwegs. Ich habe gar nichts vor. Ich habe gar nichts vor. Muss ich ihm jetzt richtig? Donkey Bastard! Ist das der Typ? Oder tut er nur so? Hörsch. Handelt ihr fühl, ich könnte irgendwas falsch machen. Aber. Ich habe unendlich viel Ausdauer, genauso wie du. Zack. Er hat zack gemacht und er ist weg. Er ist weg gewesen. Ob der mich zufällig gesehen hat oder sowas? Also ich meine, er hat mich wahrscheinlich gesehen. So ist es nicht, ne? Wo könnte er jetzt... Nein! Ich bin überladen, verdammt, das habe ich vergessen. Das ist ja auch nur Tage her. Toll. Toll, diese Mission bis jetzt. Wenn der Typ schon direkt an. Rark? Muss ich ihn irgendwie. Bastard! Zum Torlots? Ich kapiere es irgendwie nicht. Also, ich kann ihn scheinbar auch nicht alleine
irgendwie festnageln oder so? Ja, keine Ahnung. Bastard. Also ich weiß es nicht. Ich darf mich nicht mit meiner überragenden Körperfülle auf ihn stürzen. Das wäre ja einfach. Mit den Vasallen ihn einfach so einzukesseln, das wäre, glaube ich, auch zu einfach für das Spiel gewesen. Ne? Das meine ich hier nur. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Okay, von dort ist er nicht gekommen. Dann, ich meine, er wird wahrscheinlich irgendwann mal hier vorbeikommen, glaube ich. Vielleicht war es auch ein Fehler, dass ich einfach auf Straße gelaufen bin. So, lauf mal in die, ja. Da ist das Tor. Was? Da Fuck! Hey! Du, positioniere deine Vasallen vor das Tor, damit wir ihn fangen können. Okay, habe ich gemacht. Also, ich vermute, die sind von sich aus da gewesen. Haben sich positioniert und er ist trotzdem entkommen. Hä? Erkläre! Super! I am eager to be rid of this thief for good and all, cuz. Ready, are you? Okay, ich... Fearsome fleet of foot, when the thief arrives, and we'll have those pawns of yours keep watch. Außerhalb des Dorfes auf die Lauer legen, ja. And before he can pinch any more, well? Ja, wie fängt man in diesem schönen Spiel diese Ratte? Wie? Ich meine, ich stand neben ihm. Er hat mich weggedrückt beim Umlaufen. Konnte ich irgendwas tun? Nö. Gut, vielleicht kann ich... Moment, ich... Oh Gott. Blablabla, ich drück. Ah, immer hier. Ach so, ich hätte ihn da stand's und ich bin so doof. Menno. Ich warte hier jetzt im Dunkeln. Ich muss ihn nur ergreifen. Es gibt sogar Sinn, dass man ihn entpacken muss. Ich hätte jetzt ohne diesen Hint... Hätte ich jetzt mit dem Bogen auf ihn gezielt und einen Pfeil abgeschossen und gehofft, dass ich treffe. Bastard! Nix, Bastard! Komm her! Ich habe die Greifärmchen, habe ich fest angezucht. Ich komme dich holen! Ich komme jetzt! Ich bin der Räuber und du bist der Gejagte! Huahaha! Huahaha, du langsamer Ahornsirup-Vertilger! Huahaha! Hahaha! Aua, 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 Mama, Mama, aua, 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 Mama, aua. Okay, wir haben ihn mal wieder aus den Augen verloren, yay. Durch diese Hosegasse muss doch kommen. Damn it. Also nicht damit, sondern damit. So, ich bleib hier auf der Lauer. Hinter diesem Verkaufsstand, da steht ein Fischermann. Der greift sich dann den Banditen, solang er das noch kann. Er kommt geschwind gelaufen, wir dürfen uns nicht raufen, wir dürfen ihn nur greifen. Um ihn zu machen, seiner Schandtaten sie zu begreifen. Was? Von wo kommst du denn jetzt her? Scheiße, ne? Wenn man hier irgendwelche unsichtbaren Grenzen hat, mein Kumpel. Hi, ich habe ihn ergriffen und habe ihn dann verpfiffen. Oh yeah. Sagst du was? Ich verstehe gar nichts gerade. Warum ist die Achso, die Sprachausgabe ist deswegen gerade so leise und kacke, weil ich quasi... Oh, ich bin verwundet. Falls ihr nach Süden reist, dann haltet bitte nach diesem Pack Ausschau. Scheu.
Schön. Yay! Hi, was sagst du, Warwick? Seems our thief is eager to mend his ways. Perhaps there's aught we may do to ensure it. Well, jetzt sind wir ja auch noch, wie nennen sich diese Typen? Noch Bewährungshelfer oder was? Ach ja, ach ja, ach ja. So, dann, hab mir einen weiteren Auftrag zu der vollsten Zufriedenheit aller Menschen in dieser Welt erledigt. Ist nur die Frage, wo ist der Depp, wenn er sich bessern möchte? Bist du der Depp? Möchtest du dich bessern? Warum redest du nicht mit mir? Doch, du redest. Well met, sir. Pray, forgive me for the trouble I caused. I've cast aside thieving, I have. Become an honest man. Apprentice to the innkeep. Ui. I owe the man a debt. You as well, if it please you. You show me there's more to life than nursing an empty belly. Und seine Beine zu trainieren? Ihr hättet den Wink jetzt mit dem Zaunfall so kapiert, dass eigentlich ich hier jetzt Sachen machen darf mit ihm. Also ihm Bewährungshelfer, sozialpädagogisch und so eingreifen darf. Hallo Marthanea. Gut, dann wären wir jetzt hier, glaube ich, soweit auftragstechnisch ganz gut durch. Ja, 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 ja. Schneehäppchen. Nee, das darf ich jetzt mal, das darf ich mal angucken, gell? Gut, das darf ich mal angucken. Da gehen wir mal wieder auf die Straßen und schauen wir mal, wo uns diese Reise jetzt hinführt mit der Medaille. Und da sind jetzt natürlich alles so kleine Nebenaufgäbchen. Ich gucke mir das auf der ganz großen Karte mal an und denke mir, ach du Scheißdreck. Ach du Scheißdreck, das ist ja tierisch weit weg. Ich sagte, auf der Straße nach Süden wären irgendwie diese diebesgesinnene Leute. Jetzt ist die Frage, wo zum Teufel? Hier ist Süden. Da komme ich aber nicht hin. Da ist nichts. Da ist hier Gebirge und so Zeugs. Ich kann jetzt natürlich mal gucken. Oh, hier. Sammel, sammel, sammel. Kleine Nüsslein. Nüsslein, Nüsslein. Gut versteckt sein. Heidelbeeren, danke, Heidelbeeren. So, gute Nacht. Gute. Hi. Eine Technik, die begeistert. Und es ist schon... Nee, es brennt. Ist jetzt tot? Gebrannter Tod, Mann. Ich weiß, ich bin nur ein klitzekleines bisschen überladen. Hier der Nachtjammer. Ich sollte mein Zeugs irgendwie mal wegbringen und so weiter. Aber wisst ihr was, ihr könnt mich mal. Ja, jetzt. Stunk, Mordzeter und so weiter. Hier vertreiben. Oh, das... Fuck. Ich bin gerade nicht so ganz gut dabei. Macht ihr das mal. Bam. Nimm du das. Ich sehe nicht viel, aber... Wo kommst du denn her? Wo hat dich hergetrieben, du Schlankeibiger? Oh. Danke. Hier sind Pilze, die sind wichtiger als ihr seid und so weiter. Gott, bin ich überladen. Oh, fast 5 Uhr hier. Gut, das ist eh eine gute Zeit, um hier spawnende Gegner nochmal zu vertrimmen. Gedeng! Gedengedeng, 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 Ja, hier. Ah, die scheiß Sonnenglanz, die können mich mal. Mach den Darmputzelbock. Oh, ein Hase, ein scheiß Hase. Nimm das, Hase. Das ist doch mehr Hasen. Hier, Hase. Hasen müssen sterben. Muss viele Hasen erledigen. Wenn sie mir jetzt gerade mal über den Weg laufen, dann machen wir sie tot. Aber das sind so Nebenaufgaben. Die sind halt da, ne? Das sind Nebenaufgaben, die sind da. Und die machen wir dann halt, wenn es denn so passt, einfach nebenbei mit. Ne? Wir werden schon noch Schneehäppchen oder Ogers irgendwo treffen. Sehen und die ganzen soweit umnatzen. So, ich würde mal sagen, das ist für mich jetzt persönlich auch gar nicht so verkehrt, wenn ich sage, okay, wir haben was Nettes hier gemacht. What's this? So, Heidelbeeren, nimm das mit. Nein, nicht drüber. Nein, das ist keine Sprungschanze! Mann! Das ist jetzt eine nette Folge gewesen mit ein bisschen Nebenaufgabe und so weiter. Ich gehe. Aber das können wir jetzt noch hier onscreen machen, gell? Also, ich gehe jetzt hier mal in das Lager. Und werde mich ein bisschen auslagern, aber der eigentliche Grund, weswegen wir... Hallo, bärtiger Mann, hallo. Nevit, Stufe 18. Wie komme ich an so viel...
Das ist übel. Ab Stufe 18. Oh, ist volljährig. Der darf schon eigene Kutsche fahren. So, Mr. Kommandoquartier. Eckbal. Ich möchte mein Lager verwalten und werde Sachen hier reinstopfen. Beispielsweise den Totenschädel. Die Hacke gehört mir. Die Giftflasche geht mal weg. Flasche. Obwohl, das ist eine Flasche. Flaschen halte ich jetzt mal. Amulett ist der oberste. Ja, die kommen auch mal weg. Steine. Weg mit Steinen. Steine brauche ich nicht. So. Dann haben wir noch Material. Materialien kann ich, glaube ich, generell hier ins Lager packen. Ne? Das ist top, 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 top. Ja, 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 ja. Ja, da geht der Balken ordentlich nach unten. Weg damit. So. Schlüssel brauche ich nicht. Was haben wir hier? Skelettschlüssel und Spaten. Vielleicht kann ich immer mal graben. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Was haben wir denn hier? Ein Silberring. Magischer. Und ich trage den nicht. Nein, Moment, hier müsste irgendwie noch was Geiles sein. Schmuck, was haben wir denn hier? Ring des Schwertmeisters, hier, nehmen wir mit. Jo, und das geht, kriegt der Heidelbeeren, so. Hui. Ich habe Seile und Tiaras. Ui, die sieht gut aus. Die nehmen wir mal an den McAnon ran, so, sonstiges, effizielles. Das hier für ein rundes Ding. Ein Fischaugenstein. Nein, ich soll irgendwie hier Reisesteine haben. Liftstein. Der ewige Reisestein, der seinen Benutzer augenblicklich nach Gransorin oder zu einem Zielkristall befördern kann. Den nehme ich natürlich mit. Gut, dann hätten wir den auch. So. Fertigkeiten erlernen, genau, das ist jetzt der Grund, weswegen ich hier bin, weil ich hier ein bisschen was erlernen möchte, glaube ich. Ich habe nämlich ordentlich Disziplinpünktchen. Was macht denn der Todespfeil? Ein verbesserter Schreckenspfeil, der mit andauernder Vorbereitung an Kraft gewinnt. Aha, Fußfessel schießt einen. Der Todespfeil hört sich gut. Nein! Todespfeil. Aber ich suche hier gerade noch nach Dolchfertigkeiten. Beißen damit mit gezückter Klinge, stürmt ihr hinter den Gegner und greift ihn gezielt an. Das klingt gut. Wurf und zünden. Ihr katapultiert den Gegner in die Luft. Das klingt noch besser. Kostet auch mehr. Was nix kostet, ist auch nix. So. Nehmen wir das. Gravieren haben wir. Die fortgeschrittene Form einer Grundfertigkeit mit Dolchstößen. Größere Reichweite und abschließenden Tritten. Reigen. Eine verbesserte Form von zwei Schritt, die einen wirbelnden Schlag auf den Gegner entfesselt. Schnelles Lösen. Ich meine, an der Grundwendigkeit, der nächste Fall kann noch schneller eingelegt werden. Nehmen wir das noch dazu. Dann nehmen wir die beiden. Und dann kommt der Heidelbeeren jetzt noch. Oh, das dauert noch ein bisschen, bis der hier ordentlich Erfahrungen weiter in des Kämpfers Disziplinen hier erreicht, würde ich sagen. So, was haben wir noch? Fleischspieß. Den haben wir. Sicherheitshieb. Haben wir ordentlich was gemacht und gekauft. Das sind scheinbar auch die besseren Dinger. Das lassen wir mal so bleiben. Schildfertigkeiten. Entfesselt wirbelnde Stichangriffe und hält die Abwehr des Anwenders aufrecht. Das hört sich gut an. Das kaufen wir mal. Das ist auch das mit teuerste hier. Disziplinfertigkeiten. Ablenken. Wir haben einer Grundfertigkeit, die Attacken auf den Angreifer zurückwirft. Oh! Kann ich hier Disziplin? Kernfertigkeiten, Fähigkeiten, Geheimfertigkeiten. Haben wir noch nicht. Ablenken hört sich gut an. Kaufen. Was haben wir noch hier? Kondition halbiert den Verbrauch der Ausdauer, wenn Objekte aufkommen und Gegner gepackt und festgehalten werden. Aha, erweitert die Obergrenze der Gesundheit. Hört sich beides praktisch an. Ich nehme erstmal Kondition, weil das macht er ja andauernd. Ups. Festlegen. Ja, fangen wir mal an. Ich fange mit Heidelbeeren an, weil das ist, glaube ich, ein bisschen interessanter. Schildfertigkeit haben wir den. Das hier. Fähigkeiten. Kondition. Habe ich nicht noch. Ablenken? Hä? Wo ist denn das Ablenken hin? Das ist jetzt doof. Oder habe ich... Nö. Schwert? Was haben wir denn sonst noch? Sicher. Fleischspieß. Sicherheit. Achso, das sind die, glaube ich, die schon ausgerüstet sind, oder? Ja, das haben wir ja alles. Aber... Oder sind das passive Dinger, die ich nicht ausrüsten kann. Moment, da muss ich mal nachgucken. Erlernen bei Mr. Heidelbeeren. Also, Kernfertigkeiten, das...
komme jetzt gerade irgendwie nicht dahinter. Kondition, das habe ich, das kann ich ausrüsten. Kernfähigkeiten hat man nicht, Kernfertigkeiten habe ich. Ablecken habe ich gekauft. Aber das sind vielleicht passive Dinge? Oder Schildfertigkeiten? Oder haben die irgendeine Voraussetzung, die ich hier gerade nicht sehe? Ich gucke jetzt gerade nochmal nach. Also, bei Heidelbeeren. Schild. Ne, Schildrufblüte oder Stachel. Da kann ich nicht diese andere Fertigkeit einsetzen. Ich habe gerade keine Ahnung. Vielleicht ist es eine passive Fertigkeit, die... Hoppala. Die egal ist. Ich weiß es nicht. So, ne, Moment. Wir gehen nochmal nach McAndon und die Dolch-Fertigkeit. Wurf und Zünden. Genau. So. Gut, dann hätten wir das soweit. Ich bedanke mich. Und da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, auf Wiedersehen.